Gestern habe ich einen astreinen Film übrigens in der Glotze gesehen. Ach ja, was denn? Diesmal gut, hä? Weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Ach so, ja. War jedenfalls astrein. Super Musik und super Suppe. Super Suppe? Ja, war so ein Film mit klasse Volksmusik, ne? Mit Schmeino und Sahnetorte und alles. Also in Ohren, cool. Mir doch egal, wie die alte Matratze heißt, ne? Patrick Blinddarm und die original Göbelbecken und alle, ne? Und die haben super gesungen, ne? Ja, und Kurt, sowas kommt doch aber jeden Tag im Fernsehen, Kurt, oder nicht? Aber nicht mit der super Suppe danach, ne? Nach dem Krönen wurden die sofort umgenietet oder den einen Karussellbremser. Haben so Gartenschlauch hinten reingeschoben, ne? Den Kran aufgedreht, ne? Bis der Sack auseinandergeflogen ist, ne? Alles zugesucht, ne? Ja. Bist du sicher, Kurt, dass das im Fernsehen kam? Todsicher, ne? Jetzt fällt mir wieder ein, wie der Gang und hieß. Zugesuppte Heimatmelodie, genau, ne? Und um den einen Kinderchor, ne? Noch beiden Krügel, ne? Einfach mit Raub rübergewandelt, ne? Und zwei so Dirndl-Schnitten, ne? Waren gerade mit dem Krügel fertig, ne? Zack, viele Betonplatte von der Decke, ne? Quam die Dirndl-Suppe dann alle mal so unterwegs, ne? Ja. Und wo soll das gelaufen sein, Kurt? Im Gerät, du dumme Sau, wo sonst? Am besten war zum Schluss wieder das ganze Jodelgezuppel draußen im Wald rumhin und gerade mit Schlägebetteln anfangen wollte, ne? Hatten die Fressen gerade aufgerissen, ne? Kommen drei Stukas an, ne? Mit MGs, ne? Sehr plastischer Ziel. Viel um die Scheiße aufs Fliegen, ne? Ja, hey. Aber Krölen ging weiter. Kannst du mal sehen, dass das alles Playback ist, ne? Ja. Kurt, nur mal eine Frage, Kurt. Könnte das vielleicht sein, Kurt? Was? Dass du gestern vielleicht unter Umständen beim Fernsehen ein ganz klein wenig Alkohol getrunken hast? Vielleicht? Könnte das sein, dass du gestern beim Fernsehen ein ganz klein wenig Alkohol getrunken hast? Ist mir schlecht, Mann, du Versager. Wenn der Bräge nicht bis ans Oberdeck geflutet ist, nee, dann kriegst du bloß die Hälfte mit von den ganzen verfickten Fernsehkammern, ne? Ach so. Was brauche ich Kabel, solange ich Pullen hab, ne? Das Programm ist doch wesentlich interessanter, ne? Allein suppentechnisch, ne? Ratatom, Grün und Suppe, ne? Ass rein, ne? Hast du, glaube ich, schon mal berichtet von der Szene. Gut. Nicht, dass ich sie nicht gerne auch öfter mir erinnere, aber wollte ich nur sagen. Hast du noch ein Bier für dich, Kurt? Vielleicht solltest du dich mal etwas erfrischen. Ist doch sehr anstrengend, deine Tätigkeit, ne? Wohl bekommst. Ja. Ja. Lange hat es ja nicht gehalten. Ja. Was raus muss, muss ja auch raus, ne? Der Alkohol hatte gar keine Chance, ne? Ja. Keine Chance hat er, ne? Ist ungerecht, das Leben, ne? Ja. Alle sind sie so gemein zu dem Alkohol, ne? Der Scheißkörper, ne? Ja. Ne, nicht gerade super logisch konstruiert, ja. Das Ganze, ne? Oh, gib dem Alkohol keine Chance, der dumme Körper, ne? Ja, sollte man mal was dran ändern bei Gelegenheit, ne? Einen hatten wir, ne? Ja? Der hatte Gurkenrost.
Ich weiß. Lümmelfeule, du Bildungsbürger. Ah ja. Sehr schön, Kurt. Ja. Vor allen Dingen sehr schön, ne? Hast du etwa schon mal Gurken rausgehabt? Nein, natürlich nicht. Zum Glück nicht. Sag mal, aber ein ganz anderes Thema. Kurt, wie stehst du denn eigentlich zum Fall Engholm, Kurt? Sag mal deine Meinung. Erst fällt es gar nicht auf, ne? Jahrelang, ne? Und Sapristi, ne? Eines Tages fällt der Wurm in die Sonderlette, ne? Ja. Aber trotzdem nochmal auf Engholm zurückzukommen, Kurt, nicht? Du denkst an nichts Schlimmes, ne? Ja. Voller Server, die Ballermühlen brägen, ne? Ja. Draußen grüllt die scheiß Sonne. Du bist kackenfroh, dass du hier im Bello von der Bretterpenne, ne, rumhängst, ne, und nicht an der frische Luft. Ne. Ja. Alles wunderbarster Natur. Ne. Die rindende Jauche gleitet frisch und kühl in den Magen hinab. Ja, und was willst du jetzt damit sagen, Kuhl? Fresse! Ein herrlicher Frühlingstag. Draußen im Baum grünt frohes Gallen. Die Nachtigall. Mir doch egal. Und du sitzt richtig arschgemütlich hier bei einem 18. pissgelben Drink. Ne? Bello rum, ne? Feis La Paloma. Ne? Richtig scheißengeil, ne? Alles. Ne? Ja, schön. Pränki blutet, ne? Kaum noch in der Kabine nebenan. Ne? Alles oberkacke gemütlich. Ne? Ja. Also, ja. Kurt, das ist sehr schön geschildert, der Frühlingsanfang, Kurt. Ja. Alles prima, 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 ne? Sicher. Wenn das so schweinegeil ist, ne? Alles, ne? Sagst du dir, warum sie nicht mal was gönnen und an der Klöten kratzen, ne? Ja, stimmt, Kurt, da kann man sich auch schon mal was gönnen, nicht? Ja. So schön alles. Also, die Zange greift an den Säbel, ne? Ja. Ist doch alles vollkommen natürlich, ne? Ja, sicher, Kurt, ist vollkommen klar, anders geht's auch gar nicht. Greift ran, ne? Und zack! Scheiße, man dann! Gucken raus, ne? Oh. Der ganze Bereich hier, ne? Gucken wir gerade so hier, ne? Ja, der ganze Bereich, ne? Sowas von weggegammelt, ne? Ja. Das hast du noch nicht gesehen, ne? Mach lieber wieder zu. Ekelerregend, ne? Ja, halt die Stimmung sicher nicht besonders an, Kurt, ne? Oh, ist das ekelerregend. Ja, sicher, oh. Aber vielleicht nochmal auf Engholm. Alle sind in Frühlingsstimmung, ne? Ja. Und du hast Gurkenrost, ne? Ja. Das ist das Ende, ne? Ja. Oh. Ja. Ja, cool. Ja. Gurke raus. Ganz mein. Mein Freund, der Kurt. Kurt, was ist mit dir los, Kurt? Kurt, zeig doch mal, Kurt. Verstehe jetzt. Eine Videokassette hinten reingeschoben. Ne? Ja, ja. Gut, was willst du damit denn sagen? Was wohl Totgeburt? Ich will den ganzen Scheiß aufnehmen, hä? Der Arsch, ne?
der wird sich noch umgucken, ne? Wenn ich erstmal das Beweismaterial auf Kassette habe, ne? Tut mir vorhin schon fast wieder leid, du Arsch, ne? Was meinst du denn für ein Beweismaterial, Kurt? Dass die dämliche Sau bloß Scheiße produziert und sonst nix. Das wird jetzt ein für alle Mal festgehalten, ne? Hat dein Arsch denn auch VPS, Kurt? Wer ist Tottermin Kotze? Ich meine, ob man deinen Arsch so programmieren kann, dass er passend zum Beginn der Sendung sich einschaltet. Welche Sendung, Sackfresse? Ja, weiß ich doch nicht, welche Sendung in deinem Arsch so laufen, ne? Sissi vielleicht oder so, ne? Sissi läuft in meinem Arsch rum? Hast du Leichtzigaretten geraucht? Nein, oder die Ponys vom Innenhof, Kurt. Ponys im Arsch, jetzt reicht aber eine Größe. Mein Arsch ist doch kein Wartezimmer, ne? Wartezimmer. Sauber formuliert, Kurt, ne? Aber meine ganz andere Frage, ne? Warum hast du da eine Videokassette reingetan? Ist doch alles dunkel da hinten. Sieht man doch nachher gar nichts drauf, Kurt. Verdammt! Ich wusste, irgendwie will der Arsch mich lenken, die alte Sau. Verdammt nochmal! Ja, ist nicht ohne so einen Arsch, Kurt, ne? Knapp unterschätzt den Schweinepriester, wenn der Mann nicht mit Brettermeier zusammenarbeitet. Ja, das könnte gut sein, Kurt. Ne? Ja, die verdächtige Nähe zur Gurke, die ist mir schon immer aufgefallen, ne? Was macht der Arsch eigentlich die ganze Zeit da unten, ne? Der Ball dobert doch irgendwas aus, ne? Ja, ja, ist klar, Kurt, ne? Aber irgendwann kriegst du ihn, ne? Aber jetzt kommt sie die Kassette lieber wieder raus, Kurt, ja? Machst du das so? Ja, so, Vorsicht, nicht so doll, nicht so heftig, Kurt. Ja, siehst du, ist doch gleich besser, ne? Ja. Ist ja total zugeschissen. Ja, das ist ja eine ekelige Schweinerei. Spiel die lieber weg, oder willst du sie dem Anwalt übergeben? Oh, ist ja völlig im Arsch der Wesen. Ja, ja. Kann man nicht mehr gebrauchen, ne? Ja,